Einen wunderschönen guten Abend. Welcome, benvenuti, dobrodošli. Herzlich willkommen zum Neujahrsempfang der Kärntner Landesregierung 2014. Im Namen Ihrer Gastgeber, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Brettner, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig, Landesrat Christian Racker, Landesrat Wolfgang Waldner, Landesrat Rolf Hollup und Landesrat Gerhard Köfer darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich heiße Sie alle namens unseres Teams herzlichst willkommen. Sie erweisen uns eine große Ehre mit Ihrer Anwesenheit. Ich bewerte es als ein äußerst positives Zeichen, dass unser Bundesland bewährte und neue Freunde, Freundinnen und Partner begrüßen darf. Und genau darauf kommt es an in der Zukunft. Freunde und Verbündete, Partnerschaften und Unterstützung zu haben, mit denen wir gemeinsam unser schönes Land wieder nach vorne bringen. Zukünftig darf es nur ein Miteinander aller Kräfte geben, denen Kärnten und denen die positive Entwicklung unseres Bundeslandes ein Anliegen ist. Aber auch andere. Anderes wie beispielsweise der durchgeführte Kassasturz. Und trotzdem wissen wir, dass wir mit dem Start am 28. März, das ist jener Tag, an dem die neue Kärntner Landesregierung angelobt wurde, auch den Start in eine neue Ära gegeben haben, eine Ära, die viele Herausforderungen, die viele Dinge, die wir zu bewältigen haben, für uns aufgestellt hat. Aber wir wissen, dass wir es, und ich sage diesen Begriff zum zweiten Mal, gemeinsam schaffen wollen und schaffen werden. Jetzt Politiker mit Regierungsverantwortung, kann man da so einen endgültigen Platz fürs Herz finden, wo man sagt, da hängt es besonders dran? Naja, wenn das Herz hängt, ist eh schon ein bisschen spät. Es ist mit der Musik wie mit der Politik. Es gibt schlechte Musiker und schlechte Politiker. Also man kann alles schlecht oder gut machen. Wichtig ist, dass man die Menschen mitnimmt, dass man spürt, das ist auch Musik, Kommunikation, auch Theaterspielen und Kabarett ist Kommunikation. Man hat ein bisschen eine Metaebene und kann sich von außen anschauen. Das macht es ein bisschen leichter. Aber wie gesagt, ich habe Gott sei Dank in dem Land einige Politiker zum Singen gebracht. Sei es auch nur vor Gericht, das macht ja auch Spaß. Was sind denn Ihre zwei wichtigsten Wünsche, wenn man das auf zwei reduzieren kann, für das Land Kärnten und für Sie persönlich? Ja, für das Land Kärnten wünsche ich mir, dass diese Stimmung, die wir hier heute auch spüren, diese Gemeinsamkeit, dieses Miteinander, dass wir das auch weiter praktizieren und dass Kärnten im Mittelpunkt ist, dass Kärnten im Mittelpunkt bleibt und wir für Kärnten viel Positives bewegen können und gemeinsam werden wir die großen Herausforderungen schaffen. Persönlich wünsche ich mir natürlich, wie auch Ihnen allen, viel Gesundheit und Kraft. Und der Kinderwunsch ist abgeschlossen. Aber ich wünsche mir auch für Kärnten viele, viele Kinder. Das wäre nämlich auch ein gutes Hoffnungssignal. Und Ihnen wünsche ich das natürlich auch. Herr Landeshauptmann, wir haben jetzt viel gehört bei Ihrer Ansprache, Neujahrsansprache. Wo sehen Sie Kärnten am Ende 2014? Ich hoffe, dass wir ein gerüttelt Stück Maß weitergekommen sind im vor allem Kampf gegen Erwerbslosigkeit, in der Investition in Projekte, die für das Land wichtig sind und dass wir auch deutlich Bereiche, beispielsweise wie Kleinstkindbetreuung oder wie Bildungsbereiche, verbessert haben. Es soll ein permanenter Prozess sein. Niemand kann innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr Dinge, die über Jahrzehnte sich entwickelt haben, sofort verändern. Aber was wir machen, machen wir nachhaltig. Vielleicht braucht man neben Gemeinsamkeit und Gestaltungswillen auch ein bisschen Geduld. Aber wenn man diese Geduld aufwendet, dann wird es zum Wohle und zu einer positiven Entwicklung Kärnten sein. Momentan großes Thema, Postenschließungen der Polizei. Wie steht die Politik dazu?
Naja, die Exekutive hat im letzten Jahrzehnt eigentlich schon sehr viele Reformen mitgemacht, sodass innerhalb der Exekutive eine große Unsicherheit entstanden ist, die noch immer vorhanden ist. Und vor allem tragt sich das auf die Bevölkerung über. Und wenn man jetzt wiederum von Reformen spricht, dann muss man eines sagen. Wenn eingespart werden soll und es ist Einsparungspotenzial vorhanden, dann soll man mal die inneren Strukturen der Exekutive ändern und nicht gleich wieder auf Postenschließungen zurückgreifen. In den Medien kursieren Gerüchte zwischen 10 und 25 Posten. Was ist jetzt wirklich wahr? Gut, das Wahre ist, dass wir uns momentan ganz genau anschauen mit einem Team von mehreren Leuten, welche Dienststellen da überhaupt in Frage kämen, dass wir uns genau anschauen, wie ist die Kriminalitätsbelastung, dass wir uns genau anschauen, wie sind die Abstände zur nächsten Polizeiinspektion, wie sind die Gemeindegrenzen und wie sind vor allem die Dienststellen hier strukturiert von der Personenanzahl, dass es Sinn macht, hier welche einzusparen und wo es eben keinen Sinn macht.